Willkommen zurück, Leute, zu Let's Play The Inner World. Hi. Von Super Jupa. Das ist Steffi und ich bin Michi. Jetzt gerade, wie ihr spielt. Ja, im letzten Part haben wir eben einen komischen Pieps mit Max getroffen. Haben der steht jetzt da unter dem, dieser Flagge da. Ausrufezeichen mit wir haben herausgefunden, was Conrad gerade vorhat. Er will Asposien, dass es unterwürfig ist, also er nur alleine herrscht. Deswegen baut er diese komischen Basilen. Genau, und... Müssen wir da irgendwie diese Wachen wegkriegen, damit wir da hinten zu Laura können? Können wir da nicht irgendwie die. Wir müssen sie ja zu bewegen und dann könnten wir auch was in den Steg unterteilen. Vielleicht müssen wir. Robert kann doch auch spielen, ob so der Nachdruck da irgendwas. Achso, weißt du? Ja, probier's doch mal aus. Ja, probier das aus. Mal irgendeinen Ton? Der Lied haben wir nicht bekommen. Ja, die bewegen sich super. Jetzt müssen wir irgendwo mit. Ich sag mal, diesen Fußabdruck oder dieses Ausrufezeichen. Und das stimmt, ja. Diesen klar, diesen Lack da, jetzt müssen wir damit irgendwie neue Spuren. Ja. Wahrscheinlich. Aber das sind wirklich so blöd, wenn wir da noch runterlaufen. Ich weiß es nicht. Ich habe aus. Wunderschöne Spuren gestempelt. Wunderschön. Schön. Bisschen Chips, aber okay. Okay. Dann spielen wir nochmal. Mal gucken, ob wir jetzt können wir da wirklich runterfahren. Oh, die Maschine wirklich da lang. Schau mal, die Maschine den Weg sogar noch nach. Oh. Nein. Ciao, in der nächsten Auto. Und ich weiß ja, dass ein Kollege gestorben ist. Schau mal, die halten sich hier noch mit dem Fuß da fest. Schau mal. Oh, okay, jetzt haben wir sie gekillt, oder? Oh, Robert ist zum Mörder geworden und wir auch. Ach, die leben bestimmt noch. Ja, die sind bestimmt irgendwo weich gefallen. Oh, sind wieder runtergefallen. Stehen geblieben. Bist du das auf dem Plakat? Dann ach, das müsste ich dich nämlich verhaften. Nein, nein, ich... Nee, wissen wir nicht. Wenn ich hier stehe, kann ich ja nicht der Typ auf dem Plakat sein, oder? Oh, mein Gehirn tut weh. Oh, dann macht er eine Pause. Komm, geh mal, verschwind doch da mal. Kann ich da irgendwas machen? Ich könnte es mir vors Gesicht halten. Haha, seht mich an, ich bin eine Wache. Welcher Idiot würde denn darauf reinfallen? Der eine Idiot ist da drauf reingefallen. Ja, auf jeden Fall. Können wir das Bild austauschen mit dem vielleicht? Hey, ich bin eine Wache. Kann nicht sein. Wenn du eine Wache bist, was bin ich dann? Du bist Robert? Ist das alles? Nö. Wir haben noch diese Puppe. Was Haken verboten? Was machst du da? Ich guck mal. Oh, Basierverbot auch. Aber nichts anfassen. Aber dafür keine Basieren parken. Passi. Ich will jetzt hier auch nicht mein Basi. Hier nicht Basi hier. Das war unten, Leute. Keine Basi. Was hast du davor? Ach, ohne Grunde, wir machen hier Treppenprüfungskommission. Ich wollte diese Treppe nur auf Stufen prüfen. Aber da war doch schon gestern jemand gestern da. Ist nicht hochgehen. Wie kriegen wir den Typen denn weg? Rein, die Tür ja. Führt zu einem Labor. Ich wette, dort finde ich Laura. Ja, Speziallabor steht auf jeden Fall. Eine Wache wie jede andere. Ziemlich groß, ziemlich blau und unfassbar dämlich. Dämlich, das stimmt. Echt, die sind echt dämlich. Hallo. Was ist das ich alle, was mit Brotzeit gemacht? Ich naja, mich ja, ich habe mich schon geklaut. Natürlich. Das musste man tun. Ja. Aber hat hier irgendwie zum Spiel so zum kleinen Dieb irgendwie leitet sich alles oder klaut. Vielleicht braucht er die Notiz. Ich habe hier eine Nachricht für dich. Oh. Ich bin gespannt, was da drin steht. Schau mal da drüben. Wohin denn? Schau mal da drüben. Was soll denn da sein? Ich erkenne gar nichts. Da drüben? Vielleicht sehe ich es ja, wenn ich noch ein bisschen hingucke. Ja, wir kommen mal bis dahin. Ja. Jetzt können wir das Bild austauschen. Ach so, ja, genial. Hallo. Hallo, schau mal, du bist da. Ich weiß nicht, ob du das bist. Gesucht. Ist er das? Ich weiß ja, würde er doch leben. Die schauen alle gleich aus irgendwie. Wow. Ja, alles in den Nase. Das, doch er ist das! Nein, er ist das auf den eigenen Bild. Haben wir unser Ding. Wieso der dann tot ist, hat er keine Ahnung. Besser mal fest. Hä? Geil, das ist nicht das geil, so das Leute. Passt du hier so lange auf die Eingänge auf? Klar, ja, klar, mach ich doch gern. Sehr gerne. Robert freut sich richtig. Tschüsschen, empfehle dich, verhaftet dich selber. Ciao. Ich Behinderte verhaftet sich selber. Das ist Laura hier, der Vater, oder? Ist das dein Vater? Ja. Ich glaube, er kann mich hören.
Denkst du nicht? Naja, also das Glas sieht ziemlich dick aus. Und er wird nicht, als wenn er überhaupt noch viel mitbekommt. Ich meine, keine Sorge. Nutzen die sein Gehirn für irgendwas? Papa. Okay, komm hier mit. Dein Stromschalter. Ich habe einen Weg, ihn da rauszuholen. Den nutzen ihn irgendwie. Ich will ihn nicht alleine lassen. Ja, wahrscheinlich passiert. Wahrscheinlich ist da irgendwie so ein Ingenieur, kann alles mögliche bauen oder so, also dann planen. Das klauen sie ihm seine Daten. Das ist Vasilien bauen. Ja, da ist schon ein Vasilien bauen. Hör einfach auf mich zu tun. Der Vasilien bauen ein Vasilienmodell. Viel Spaß. 3, 4, 7. Und lass dich nicht töten. Okay. Sonst bring ich dich um. Alles klar. Na gut, dann werde ich mal. Tschüss. Ja, krass, dass das Maschinen sind. Ich glaube, das sind lebendige Götter. Ich habe auch gemeint. Das ist alles fake. Nein, ich habe keine Lust, zu einem Basilien verarbeitet zu werden. Das ist auch nicht chill. Und hast du gesehen, da unten der Typ, der mit der Fliegenklatsche da rumfliegt? Das müssen wir irgendwie ausschalten, oder? Oder wie? Ah, dann können wir Hand mitnehmen. Fließband? Nein, ich fass da nicht rein. Ich habe keine Lust, dass meine Hand abgeschraubt wird. Ich habe die auch ein Basilienbaum. Was gibt's hier denn sonst noch? Dieser Wahnsinnige hat das Volk die ganze Zeit mit Maschinen terrorisiert. Oh, ich weiß, sie sind lebendig. Weißt du noch, wo der eine bekommt beim Essen? Ich will mir jetzt keinen Basilien bauen. Da draußen sind mehr als genug. Das ist echt voll krank mit dem. Das könnte da mal ein Gitter. Oh, das ist ein Typ. Hallo, kann ich euch eine Frage stellen? Er hat offenbar Wichtigeres zu tun. Der spielt mit einer Fliege. Das ist super. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Ich komme nicht ran. Hier ist halt nichts mehr. Warum sollte ich das tun? Vielleicht auch nicht. Schaut euch das mal an, Leute. Da überall werden da diese Basilien gebaut. Überall so Teile hier. So. Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Was hier benutzt werden? Keine Ahnung. Die leben sogar mit ihren Augen bewegt. Das sind sehr Maschinen. Wahrscheinlich müssen die irgendwie Strom erzeugen. Ist das wieder ein Laufband? Ja. Er ist leer. Ist ein Aufzug. Aber ich glaube nicht, dass ich da reinpasse. Ich glaube, hier gibt es was jetzt mehr. Da? Gene. Die Treppe können wir auch noch nach oben gehen. Stimmt. Dann wäre das mal am besten, oder? Schauen wir da. Irgendwie sind diesen Vater da befreien können. Ja, aber wie irgendwie? Das läuft bestimmt für den Alarm aus, oder? Ja. Wo kommen wir jetzt raus? Ist das der Anfang? Nee, oder? Ich bin wieder im Thronsaal? Und diese Igel ist oder? Nicht. Da steht meine Schlafbank. Und da hinten ist meine Traumecke, in der ich immer gesessen und mir vorgestellt habe, dass ich jemand wäre, der keine Traumecke braucht. Krass. Ist auf dieser kleinen Band angesteuert? Ja. Da was reingemacht. Sieht aus wie. Achso, dann kommt die Taube. Hier. Genau. Nur dunkel. Ach, dann sind wir am Anfang, das ist ja lustig. Ich habe ein ungutes Gefühl. Sind wir einmal komplett so durchgereist irgendwie. Ja. Und das jetzt gehen wir jetzt nein, jetzt kommen wir will nicht wieder hier bleiben. Okay. Oh, wenn dieser Konrad kommt. Ruhig. Das ist schwierig. Wie komme ich hier raus? Hat er denn da unten noch was? Auch schon damals hinter da? Dem Gemälde. Naja, das ist neu, oder? Das Beklicken von der Gemälde. Kann ich nicht mitnehmen. Ist doch viel zu deprimierend. Hm. Was macht denn? Ist das schon mal, das heißt auch, Conroy kontrolliert dich. Ich hasse dich. Die Stadt. Ich hasse dich. Funk, oder wie ich ihn nenne, Ausgeburt der Hölle, die sich aus Spaß unter meinem Kopfkissen versteckt und dessen Schnüffel mich seit frühester Kindheit bis in meine Albträume verfolgt. Hausapotheke. Voll groß. Fit. Nur 2 Fläschchen sind noch voll. Conroys Anti-Schuppen-Fischöl und seine K.O.-Tropfen. Es werden immer mehr. Ich muss mich beeilen. Das war aber gerade echt knapp gewesen. Oh, das war sehr... Habt ihr selber gesehen, Leute? Die schauen gar nicht mechanisch aus, diese Basilien. Zum Unterspringen zu hoch. Ich weiß gar nicht, wie der lang geht. Oh, du musst doch gar nicht runterspringen. Okay. Ist da auch der Phosphor eingesperrt? Was ist denn? Also können wir auf jeden Fall nicht lang, oder? Ist eher wie Aktit. Was ist mit diesem Gemälde? Da hat doch irgendwas hingemacht. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll zu suchen. Da
Das Geräusch kam irgendwie von diesem Gemälde. Aber es also ist im Schalter, dass diesen Schachtwerke mehr nicht mehr nachgehen, oder? Ja, am Anfang ist auch. Das ist auch nicht richtig viel jetzt irgendwie. Das ist ja Faustwerk mit der Gegenschreibung. Aber dafür haben wir jetzt keine Zeit. Ich habe ja noch die Conroy-Puppe, die ich misshandeln kann. Conroys Thron. Eindeutig viel zu groß für ihn. Ja, eigentlich hat sich Conroy gar keinen Thron verdient. Nein, es ist ekelhaft, das ist ja nicht. Was ist denn da? Was ist denn da? Los, ich baue es mal ein bisschen noch. Okay. Was haben wir jetzt? Drei Funky? Den Basilen rührt er nicht an. Er scheint ihn nicht zu mögen. Na klar, dann fangen wir eben noch mal von vorne an. Nee, wir wollen von vorne anfangen. Aber immerhin den Papa befreien jetzt. Bist du noch mal aus dem Hof? Mit dem alles begann. Da alles begann. Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Dieses Bild schon mal. Ich glaube, du das Volk vor dem Basilien. Dieser Igel hat mich immer gemacht. Sein Lieblingssport war früher, sich immer genau dahin zu kugeln, wo ich mich gerade hinsetzen wollte. Ich glaube, das hat Conroy ihm beigebracht. Ja, Conroy mochte dich nie, Robert. Das ist echt traurig. Echt traurig. Alles den Stachel. Naja, dann könnte ich. Obwohl. Nein. Ich gerade nicht. Ich habe gerade einen Test, oder? Ist da sonst noch irgendwas? Eine Melde vielleicht? Wo soll ich ihn denn reinstecken? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Das wird nicht klappen. Auch nicht? Stache, irgendwas kommt ich glaube nicht, dass das funktioniert. Das wird nicht klappen. Auch nicht. Mensch. Als sich der Thron geschlossen hat, hat es hier irgendwo Klick gemacht. Es muss etwas mit diesem Gemälde zu tun haben. Was ich brauche, ist eine Spur. Warum sollte ich das tun? Für dir irgendwas aus dem Bild auch vielleicht? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Das ist auch keine Markierung. Guck mal, irgendwie wir das machen. Schauen. Was machen wir denn jetzt bloß? Sieht das so aus, als wäre da irgendwas? Nee. Können wir schon mal darüber, oder? Kann ich irgendwas anklicken? Was ist ach, da, hier, Kunstwerk. Oh, jetzt habe ich Kunst kaputt gemacht. Hey, da ist ja Conroys Puderzucker drin. Puderzucker? Was war das, Conroy Puderzucker? Nein, ich nehme das nicht einfach so mit meinen bloßen Händen. Conroy hat mir das öfter gegeben, als ich noch klein war. Er fand es witzig, wie aufgedreht ich davon wurde. Ich habe ewig gebraucht, um es mir abzugewöhnen. Ich glaube schon, oder? Krass, ich sehe immer Drohnen bei Innerworlds. Skandal! Steckt die Drohnen? Eine Puppe oder irgendwie sowas in die Hand. Ich nicht. Tja, jetzt sagst du nichts mehr. Draußen hat geschrien. Ich brauche irgendwas. Nein, das will ich nicht bestäuben. Kann man den Pinsel da verwenden? Ich weiß es nicht, probier's mal aus. Das Pinsel vielleicht? Das Stachel? Brauche ich den da? Ein weißer Basil. Ein weißer Basil, was ist denn das? Die sehen plötzlich größer aus. Wer will denn die Drogen dann? Hä, aber das sind bloß Modelle. Ja, hä? Können wir jetzt einen Igel geben, damit der schläft und wieder in Ruhe durchkommt? Vielleicht, oder? Den Basilen rührt er nicht an. Er scheint ihn nicht zu mögen. Bild können wir auch nichts machen, oder? Können wir auch nicht mit weißem Puder, oder? Schau mal. Oh, das ist sogar schon mal. Ach, der verwendet das Pinsel da. Ach so. Cool. Ach, ja. Pinsel. Schauen wir hier irgendwas finden. Da ist irgendwas. Da ist ein Loch. Ein Stachelband stecken, oder? Verteilt um eine verdächtig aussehende Vertiefung. Ich glaube, du musst immer umdrücken, damit du bist aufgeht wahrscheinlich. Wenn der unten reinkommt, ja. Sie ist viel zu schmal. Da passt mein Finger nicht rein. Okay, Finger müssen rein. Doch, der Schaum, was ich gerade gesagt habe, der Schaum, ja. Nimm den mal. Komm, hat der auf den Igel da wird hingekommen, oder? Dass er immer wieder Schaum hat. Ja, Freiheit. Wir sind wieder frei. Freiheit, yeah. Schnell weg von hier. Okay. Vielleicht können wir jetzt irgendwas machen, oder? Oder wir brauchen aber was im Labor. So Leute, wir sind wieder zurück. Wir müssen das kleine Schnitt machen. Ja. So, wir müssen doch noch mal hier... Nee, jetzt schon wieder zurück. Nicht schon wieder. Wir brauchen hier noch irgendwas. Wir brauchen irgendwas. Wir sind doch noch auf dem Thron, oder? Wenn es geht. Vielleicht können wir irgendwas machen. Ja.
Mama ist der König. Oh. Obala. Man merkt, dass Schumfe, dieser Thron Conroy gehört. Weißt du? Hat er dann doch drin in seinem blöden Thron? Ich muss ja aber nochmal da durch. Stacheln reinstecken. Kann er aber nicht stecken lassen? Ja, bitte das zum Stachel. Ich lasse stecken, den Stachel lieber stecken, lassen, damit der Thron ja, offen ja, bleibt. Super, super. Ich meine, das Kissen ist ja sowieso kaputt. Voll, man sieht es ja vielleicht nicht. Mhm. Okay, lass uns mal zurück. Was ist denn das da in der Ecke? Ist das eine Fliege hier? Haus? Was ist eine Fliege irgendwie? Okay, vielleicht können wir jetzt da irgendwas machen. Jetzt haben wir immer ein paar Sachen bekommen. Wir können das kombinieren, okay. Jetzt können wir den Aufzug checken, damit wir den K.O. schlagen können. Vielleicht. Hm, eine Faust an einer Sprungfeder. Ja, sitzt wie angegossen. Ja, also irgendwas, was wir damit machen. Naja, dann könnte ich. Obwohl. Nein. Okay, also ins Loch können wir nicht stecken. Doch den Aufzug, oder? Ja, probier's mal den Aufzug. Da können wir irgendeine Falle bauen. Ich glaube, ich habe gesehen, dass dieses Fenster da unten auch unten bei dem ist, glaube ich. Okay, ja. Ich glaube, wir den K.O. schlagen können. Ja. Und wenn es nicht klappt, dann müssen wir jetzt was anderes. Dann holen wir es im nächsten Mal aus, würde ich sagen, oder? Schauen wir mal, Leute, was jetzt passiert. Das ist der Aufzug da unten. Ich komme nicht dran. Okay. Ich komme nicht dran. Hallo, muss der irgendwie euch eine Frage stellen? Das heißt, wir müssen noch irgendwie diese Fliege da rüberbekommen. Ja, haben wir nicht noch irgendwas vielleicht? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. War ein Schalter vielleicht? Ja. Das müssen wir durchgehen auf jeden Fall. Das funktioniert super. Yeah. Die Fliege zum Ding und er aktiviert das, oder? Und dann wird er geschlagen, oder? Nein, es geht nicht. Doch, es öffnet sich. Nee, wir hätten natürlich ein bisschen mehr nach vorne kriegen sollen. Ach, verdammt! Fast! Das hat nicht so geklappt. Mist. Die muss man dann nach vorne. Okay, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wir probieren das nächste Mal aus. Ja, also, macht es gut. Bis dann. Macht's gut. Ciao!